Mit Blick auf eine aktuelle Entwicklung noch eine Frage dazu. Israel hat am Wochenende offenbar den Chef der Hisbollah, Hassan Nasrallah, getötet. War das aus Ihrer Sicht ein legitimes Ziel? Zunächst einmal, die Lage ist brandgefährlich. Es droht, dass diese ganze Region in die absolute Gewaltspirale weiter reinrutscht. Deswegen haben wir in New York Donnerstagnacht gemeinsam mit den Amerikanern, Franzosen, aber auch etlichen arabischen Ländern dazu aufgerufen, dass es eine 21-tägige Waffenpause gibt, dass es keine weitere Eskalation gibt. Das Gegenteil ist jetzt passiert. Und jetzt mit den jüngsten Meldungen muss man deutlich sagen, die Militärlogik, das ist die eine. Mit Blick auf die Zerstörung von Hisbollah-Terroristen. Aber die Sicherheitslogik ist eine andere. Und es droht, und deswegen hatten wir ja zu einer Feuerpause aufgerufen, es droht die Destabilisierung des gesamten Libanons. Und das ist in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels. War das ein legitimes Ziel? In der Situation, wo Terroristen Israel angreifen, gilt auch hier das Recht auf Selbstverteidigung, bedeutet, dass man terroristische Angriffsziele zerstören darf, aber eine Militärlogik. Eine Militärlogik muss nicht immer die Sicherheitslogik automatisch gleich mitbedeuten. Und wir haben nicht ohne Grund davor gewarnt, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt. Das war Donnerstagnacht. Das war, bevor der israelische Premierminister vor den Vereinten Nationen gesprochen hat, dazu aufgerufen, dass deutlich wird, es gibt eine Feuerpause für Libanon. Und daraus könnte eine Feuerpause für Gaza folgen, weil das im absoluten Interesse nicht nur all der Menschen in der Region, die allermeisten wollen in Frieden leben wäre, sondern aus meiner Sicht auch im absoluten Sicherheitsinteresse Israels. Wir erleben jetzt, dass Tausende auf der Flucht sind. Wir erleben jetzt im Libanon, dass viele Zivilisten getötet worden sind, darunter auch zwei Frauen, die für das UNHCR, das Flüchtlingswerk, gearbeitet haben. Und wir erleben auch, dass die innerreligiösen Spannungen, das ist ja das Fragile im Libanon, in diesem Land, dass die wieder zunehmen durch die Entwicklung der letzten Stunden. Also es ist brandgefährlich und hochdramatisch. Wenn Sie sagen, es ist brandgefährlich, gefährlich kann eine direkte Konfrontation auch zwischen Israel und dem Iran auslösen, einen wirklich großen Krieg direkt in unserer Nachbarschaft. Warum haben auch Sie als Außenministerin da nicht mehr Einfluss drauf? Ich habe den ganzen Sommer mit meinen Kollegen, auch da gilt wieder, gemeinsam ist man stark, mit meinen Kollegen daran gearbeitet, genau eine weitere Eskalation zu verhindern. In mehreren Telefonaten mit dem iranischen Außenminister. Ich habe ihn jetzt in New York getroffen, zum ersten Mal, genau aus diesem Grund. Das war kurz bevor dann diese Situation eingetreten ist, um dem Iran deutlich zu machen, es darf zu keiner weiteren Eskalation kommen. Ich bin nonstop weiter genau da unterwegs, auch wieder, wie gesagt, mit allen anderen Akteuren zusammen, mit den Golfstaaten, mit der Türkei, mit den Chinesen. Alle versuchen weiter zu deeskalieren. Das Wichtige wäre eine Feuerpause. Wir waren ja auf dem diplomatischen Weg, auch das möchte ich sagen. Wir haben in den letzten Monaten, 11 Monate, haben wir daran gearbeitet, dass es nicht zu einem weiteren Flächenbrand kommt. Jetzt stehen wir an einer sehr, sehr, sehr kritischen Stelle. Es hat kleine Entwicklungen gegeben an dieser sogenannten Blue Line, der Grenze zwischen Nordisrael und Süden Libanons. Und genau diesen diplomatischen Weg, so schwer es jetzt scheint, muss man weitergehen. Im Nahen Osten, alle, die sich auskennen, wissen, es geht immer nur in Millimetern voran, aber um jeden Millimeter, für jeden Millimeter muss man jetzt maximal eintreten. Letzte Frage, bitte um kurze Antwort. Sehen Sie, dass Herr Netanyahu eine Eskalation sucht? Jedenfalls hat der letzte Tag, die letzte Nacht nicht zu einer Deeskalation beigetragen. 80.000 Menschen und auch da wieder die Welt, die Region ist so komplex. 80.000 Israelis konnten ein Jahr lang nicht in ihre Häuser zurück, im Norden Israels. Ich habe die getroffen, die Familien, ja, ständig Angriffe von der Hisbollah. Da ist klar, das kann sich eine israelische Regierung, auch wir würden das nicht einfach so tolerieren. Deswegen haben wir so intensiv daran gearbeitet, dass man zur Umsetzung dieser UN-Resolution kommt, dass die Hisbollah sich zurückzieht. Das hat sie nicht getan. Wir haben aber auch deutlich gemacht, wenn es jetzt zu einem Flächenbrand kommt, können diese 80.000 Menschen auch nicht zurückkehren, weil dann ist die ganze Grenzregion noch unsicherer. Und deswegen war mein dringender Appell, wie von den Amerikanern, den Franzosen, den Saudis, dass wir diese Feuerpause jetzt brauchen und wir werden weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Danke, Annalena Baerbock. Danke ebenso. Danke.